Ah, was geht, was geht? Moin, meine Freunde. Ich habe gehört, ihr wollt euch mal in die Gegend reinziehen. Kein Problem. Wir sind gerade hier in meinem Heimatort Bergedorf. Und das ist das Jugendzentrum, wo ich aufgewachsen bin, wo ich sehr viel gepusht habe auch und die ersten Erfahrungen mit Drogen wirklich mit dem Handel gemacht habe, sage ich mal. Meine halbe Jugend habe ich hier verbracht, also Kindheit sozusagen, ne? Sehr viel Scheiße hier gebaut. Top Stoff, alles passt in mein Stash. Fünf ganze oder was für Geld. Mir ist gut, ich mach tausend. Meine ersten 2 Zwannis habe ich verkauft im alten McDonald's in Bergedorf. Im obersten Stockwerk saß ich an so einem Tisch, hat es in eine Alufolie eingewickelt und dann haben wir das verlagert nach Kap sozusagen hier und oben auf dem Parkplatz haben wir uns mit den Leuten getroffen. Das hier war eigentlich früher unser Gebiet so. Ich zeig euch mal, was hier geht. Normalerweise würden wir hier hochgehen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu steil. Irgendwann wurde man natürlich verpfiffen oder ermittelt oder was auch immer. Und dann geht es natürlich ab in den Knast. Ne? Ich war das erste Mal, wie gesagt, mit 14, das wissen ja viele. Und bis ich dann hier, glaube ich, am Jugendzentrum auch meine Karriere beendet habe, waren es dann auch so 4 Jahre und in diesen 4 Jahren war ich dann auch schon öfters leider drinne, was sehr viel mit hier zusammenhängt. Wo ich herkomme, lernst du, wie man aus 1C macht. Erste Regel ist, dass niemand was mit der 1C macht. Ah, der Stempel auf dem Block bestimmt im Block den Kurs. Die Zeit ist knapp, keiner stoppt hier die Uhr. Also, meine Herrschaften, hinter mir seht ihr die Korachstraße, hier bin ich aufgewachsen. Und Pariser Vororte sind nichts dagegen, guckt ihr das an? Hier sind Handgranaten hochgegangen, hier sind Leute aus den Fenstern gesprungen, hier ist alles. Und so wie es jetzt aussieht, ist es meiner Meinung nach, sieht es aus wie ein Villengebiet. Also, das war nicht so. Siehst du hier den Blaumann am Block? Wollen locken mit milde, doch Aussage, J. Ort, Melodien à la Memento Society. Also, es gab hier im Haus, in Haus 5, gab es im 17. Stock, also guck mal, du kannst bis zum 16. fahren mit Fahrschul und dann musst du einen Stockwerk zu Fuß gehen, da oben ist ein Dachboden sozusagen mit einer Gittertür. Die Gittertür haben wir mal hintenrum aufgemacht mit so ein bisschen Stück Pappe und haben dann bei dem Gras von unserem Abi immer so ein paar Gramm gemopst und haben das wieder zugemacht und sind dann kiffen gegangen. Irgendwann war es so weit, dass der Eismann sogar, der Eis verkauft, extra mal hier die Runde gedreht hat und bei uns gekauft hat. Also die ganze Stadt hat bei uns geholt sozusagen. Guck mal, da in Haus 7 haben wir eine Wohnung gehabt. 7. Stock, Haus 7, 7-mal klingeln. Hast du 8-mal geklingelt oder 6-mal, hat keine Tür aufgemacht. Gnadenlos. Hier haben wir eine Pusherwohnung gehabt. Haben wir in der Mittelleiste da, aus dem 11., glaube ich, sind die Bullen reingekommen und dann haben alle ihr Zeug rausgeschmissen. Zufällig kam mein Freund aus dem Haus. Ein Grieche. Schöne Grüße. Er ist hier lang gelaufen und alle rufen, ey, sammel die Sachen auf. Und er hier so abgezogen, ne? Okay, gehen wir zurück? Ja, wir gehen hier lang, ja. Wenn du hier die Treppen hochgekommen bist, dann standen so wie jetzt hier die Autos. Hier waren immer so Tanzgruppen drin. Und hier kamen immer so durchgehend Autos. Ne? Und wenn du dann hier ankamst, zur vollen Stunde standen da ein Pärchen, da 3 Freunde, da 4 Leute, da kannten sich ein paar, da so. Dann kamst du hier an, hast eine Runde schnell gedreht und wieder runter und fertig. Ekelhafter Umschlagsplatz hier. Bin der Straße gefolgt, sie hat mich hergebracht. Hab im Großstadtdschungel meine Lehre gemacht. Ich hatte manch üblen Tag und eine schwere Nacht. Doch sie haben mich bis dann nicht unter die Erde gebracht. In meiner Gegend fährt jeder Porsche, Benz, BMW. Draußen auf den Straßen gibt es so viel Gangs, die ich sehe. Nur die Starken überleben, Bruder, tätowiert und asozial. Kinder spielen mit Ballermann, im Ghetto hier ist das normal.